ich habe jetzt zwar viel so ein bisschen über Gesellschaft und so Energien gesprochen, aber ich werde auch immer gefragt, ja, wie schaut es denn jetzt mit den Finanzen aus? Wie schaut es denn jetzt wirtschaftlich aus? Und gibt es da mal eine Änderung noch dazu mit Uranus im Stier? Da ist ja eigentlich eine Veränderung programmiert. Und wie sieht man das astrologisch? Und da haben wir ganz spannende Finsternisse. Und die Finsternisse nehmen wir uns jetzt vor. Also es geht jetzt um die Sonnen- und die Mondfinsternisse im Jahr 2022. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wir haben insgesamt vier Finsternisse 2022. Wir haben am 30.04. eine Sonnenfinsternis im Stier, am 16.05. eine Mondfinsternis im Skorpion, am 25.10. Sonnenfinsternis im Skorpion und am 8.11. Mondfinsternis im Stier. So, und die interessanteren, also ganz kurz einmal astrologisch gesehen, man sagte, die Sonnenfinsternisse sind die, die eher auslösender wirken, weil sie halt sichtbarer sind. Also die wirken oft stärker als die Mondfinsternisse. Und interessant sind für uns natürlich auch, dass wir das erkennen können, ist diese Achse Skorpion-Stier, ne, weil die sind ja gegenüberliegend. Der Stier ist ja die Materie, ist der Besitz, ist die Werte und das Skorpion, also sind die physischen materiellen Werte. Und das Skorpion, der dem Stier gegenübersteht, das sind ja so meine geistigen Werte, das sind so meine geistigen Vorstellungen. Das ist halt das, was ich im Geiste habe, ja, und auch irgendwie mir eingemauert habe, also manchmal auch zu stur schon eingemauert habe im Skorpion. Und da spielen sich die Sonnen- und Mondfinsternisse ab. Und interessant sind astrologisch gesehen und auch vor allem, was das Finanzwesen betrifft, die Finsternisse am 30.04., die Sonnenfinsternis im Stier. Weil, also die eröffnet so diese Finsternisse, weil da haben wir, die spielt sich im Stierzeichen ab und ich habe schon gesagt, Uranus steht im Stier, du erinnerst dich daran, und da haben wir Sonne, Mond in Konjunktion mit Uranus im Stierzeichen, das heißt, da ist ganz viel Überraschung, Explosion, plötzliche Änderungen sind da drinnen. Da kann es eben zu einem Wertewandel kommen, auch einem sehr raschen. Und angefacht wird das Ganze dann noch mit einem Mars-Sextil zu Uranus. Das heißt, wir haben eigentlich Sonne-Uranus-Konjunktion und Mars-Uranus ein Sextil. Und das ist schon sehr viel Explosion, das ist viel Kraft, also viel Dynamik und viel Wandlungspotenzial in den Werten. Also da kann es schon mal finanziell interessant werden, da kann man schon mal was bemerken. Zusätzlich haben wir noch einen Jupiter-Neptun. Jupiter-Neptun ist ja auf der einen Seite die schönste, höchste Spiritualität, die höchste Intuition in dieser Zeit, was sehr positiv ist, aber das kann natürlich auch zu einer Auflösung von Wohlstand führen, also zum Beispiel zu einer Inflation, dass die Inflation da schneller läuft. Und da haben wir eben bei dieser ersten Sonnenfinsternis am 30.04. Im Stier, das löst da meines Erachtens nach oder könnte finanziell ganz schön was auslösen. Ja. Da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, oh Gott, habt da jetzt bitte Angst davor, aber weil ich eben immer gefragt werde und der April fällt auch ab und zu mal so als Datum, also das würde ich sehen, da könnte man astrologisch hinschauen und auch sagen, okay, das wäre wirklich so ein Startschuss, das ist wirklich so eine gewisse, dass man noch einmal merkt, so wirtschaftlich, dass es da zu Veränderungen kommt. Das kann bitte sich auf der Börse abspielen, das kann sich auch abspielen im Immobiliensektor. Aber da ist es einfach nur mal gut, wenn man es gehört hat. Wichtig, Thema ist ja noch einmal Innensinnfügung und Sinnsuche, also das Außen dann möglichst weglassen. Und das ist etwas, das sich ja außen abspielt mit den Werten und den Besitzen. Aber da ist auf jeden Fall mal so eine Möglichkeit da. Das könnte auch sein, dass man zum Beispiel nicht mehr so leicht Kredite bekommt, ja, zu so einer Zeit, dass da die Banken irgendwie einlenken und sagen, okay, die Niedrigzinsen sind vorbei. Wir machen eine andere Kreditpolitik, das wäre da auch eine Möglichkeit. Ja.
Und aufpassen in solchen Zeiten natürlich auch, wenn du spekulierst. Also ich würde in so einer Zeit jetzt bitte nicht irgendwie Geld in Bitcoins oder irgendwas schaufeln, weil da wäre ich wirklich vorsichtig. Also so, das ist so diese Zeit, eben so 30. April rum, haben wir so diese erste Sonnenfinsternis im Stier und das löst etwas aus, meines Erachtens nach. Die Mondfinsternisse, Sonnenfinsternisse, da werde ich nochmal extra Videos dazu machen, aber am 8.11. die Mondfinsternis im Stier, auf die möchte ich jetzt noch eingehen. Und da haben wir noch einmal eine Mond-Uranus-Konjunktion und dann haben wir Oppositionen von Sonne, Mars, Venus und wir haben noch einmal dieses besagte Uranus-Saturn-Quadrat drinnen. Also auch da ist noch einmal so Besitz sehr, sehr im Fokus, sehr im Brennpunkt drinnen. Und da kann es auch noch einmal dann zu Einschränkungen bzw. zu gewissen Überraschungen kommen. Und ja, das kann natürlich auch noch einmal so eine gewisse Enge bedeuten, eine gewisse Einschränkung bedeuten. Noch dazu, weil der Saturn dann wirklich auf zu Venus, also zu Sonne, Mond, Merkur, Venus, ein Quadrat hin macht und das ist eigentlich so eine Einschränkung noch einmal. Also mal schauen, was sich da abspielt. Aber das ist noch einmal so ein Datum, so im November rum, wo ich sage, okay, da könnte sich noch einmal was im Besitz tun und sich da vielleicht noch einmal was verändern. Ist nicht so kritisch, bitte, wie diese erste Finsternis am 30.04. Also die sehe ich eigentlich mehr so als ein Schwellendatum, aber ist durchaus noch einmal so, ja, mit dem Uranus im Stier, der bringt halt einfach Veränderung rein. Da führt kein Weg vorbei und da müssen wir halt schauen, wie sich dann diese Werte wandeln. Das muss ja nicht schlecht sein, das muss auch nicht negativ sein. Das solltest du jetzt auch nicht in die Angst gehen, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich mit Spekulationen, Börse ein bisschen aufpassen würde. Also da würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und das wären so die finanziellen Aspekte 2022. Grundsätzlich Jupiter ist ja was Positives, ist ja auch eine Vermehrung immer wieder, ja. Und man hat dann auch Glück, das ist ja auch schön. Aber wie gesagt, das kann dann durchaus bei diesen Finsternissen und gerade da so im April, also bei der ersten, am 30.04., kann das natürlich zu einer, ja, zu einer gewissen Transformation, einer gewissen Entwertung kommen. Ja, kommt der Crash nicht? Das ist jetzt mal so die Frage. Ich glaube jetzt nicht, dass es so schlimm wird. Mit Jupiter sind wir da gut eingestrahlt, aber es ist auf jeden Fall bewegt durch diese Sonnen- und Mondfinsternisse. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich freue, wenn wir uns wieder sehen. Und falls du mal wissen möchtest, wie das bei deinem Horoskop ausschaut, dann schreib mir einfach. Die Adresse dazu ist unten im Link. Danke, tschüss, bis bald.